Mein Name ist Philipp Ülein, ich bin von der Firma Avanade, ein Partner von Microsoft. Ich darf heute eine Case Study von uns vorstellen über ein Projekt, das wir bei unserem Kunden, der Styrolution, durchgeführt haben. Ja, Microsoft Data Warehouse auf SAP-System, quick and not dirty. Also wie wir ja, ein bisschen den Background des Projekts erzählen, was wir alles gemacht haben und wo wir heute stehen. Wir hatten eigentlich geplant, den Vortrag zusammen mit dem Herr Dr. Kuppelmeier von Styrolution zu machen, der leider kurzfristig verhindert ist. Deswegen habe ich jetzt den Vortrag ein bisschen eher technischer ausgerichtet, eher ein bisschen mehr über den Business Background erzählen wollte. Bitte das zu entschuldigen und hoffe natürlich trotzdem, alle Fragen am Ende beantworten zu können. Was habe ich geplant? Ein bisschen was, wie gesagt, zum Background. Was waren die Ziele von Styrolution für die Einführung des Data Warehouses? Wo stehen wir heute? Was ist aktueller Stand des Projekts? Ich habe ein paar Lessons Learned zusammengefasst, die ich gerne teilen will. Und Avanade Touch Analytics, das ist ein Projekt, das wir aktuell bei Styrolution machen, was wir auch unten bei uns am Partnerstand bei Microsoft anschauen kann. Das möchte ich kurz zeigen, was wir hier aktuell tun. Am Ende bin ich auch noch für Fragen offen. Kurz zu Styrolution. Styrolution ist ja, ein Joint Venture aus gegründet Ende 2011 von der BASF und INEOS. Ist der Marktführer in Styrenics. Obwohl erst neu gegründet als ja, sozusagen Startup durch das Joint Venture ist es Styrolution direkt mit 3200 Mitarbeitern an den Start gegangen. Sie sind in 10 Ländern aktiv und haben weltweit 17 Produktionsstandorte. Die Produkte werden in nahezu allen Branchen eingesetzt. Also die Hauptbranchen sind sicher Automotive und Household, aber auch im Electronics-Bereich, Construction, Healthcare, Packaging oder ja, Freizeit werden letztendlich die Endprodukte für die Styrolution, die Grundmaterialien herstellt, eingesetzt. Styrolution hat weltweit über 4000 Kunden und über 1500 Produkte, die eingesetzt werden. Styrolution ist ein globales Unternehmen mit Sitz in Frankfurt in Deutschland. In Europa die größten Standorte sind in Ludwigshafen und Antwerpen, aber auch Köln, sehr wichtiger Standort. In Amerika, speziell der nordamerikanische Markt, in Mexiko, USA und Kanada sind verschiedene Produktionsstandorte und auch R&D-Standorte. Sowie in Asien, Singapur, das Asien Center. Aber den Standorten ja, speziell in Thailand, Indien und Korea. Paar Worte noch zu den Produkten, die Styrolution ja, anbietet. In nahezu sämtlichen Produkten, die Sie so kennen, ist wahrscheinlich irgendwo ein Grundstoff von der Styrolution drin. Das heißt jetzt irgendwie alles, was Polystyrene basiert ist, Plastikbecher und Getränkeflaschen, Spielzeug wie ja, zum Beispiel Lego, ja, Waschmaschinen, Automobilindustrie, verschiedenste Produkteigenschaften, ja, die Styrolution hier bietet. Zum Beispiel unterschiedliche Härtegrade, Lebensmittelechtheit, also das sind alles verschiedene Dinge, die Styrolution entwickelt.
zum Hintergrund des Data Warehouse-Projekts bei Styrolution. Wie schon erwähnt, ist Styrolution als Joint Venture aus der BASF und INEOS hervorgegangen, was zur Folge hatte, dass bei Unternehmensgründung in der Styrolution die verschiedensten ERP-Systeme, verschiedene SAP-Installationen, die verschiedensten BI- und Reporting-Lösungen im Einsatz waren, als auch komplett unterschiedliche Desktop-Clients, Document-Management-Systeme, einfach weil teilweise bis zu 8 verschiedene Systeme aus den verschiedenen Müttern übernommen wurden. Ziel war es deswegen, möglichst schnell eine harmonisierte IT-Landschaft zu erschaffen, mit sicher dem Hauptschwerpunkt ERP, wo eben ein neues SAP-System eingeführt worden wurde, was alle vorherigen Systeme integriert und parallel dazu auch die Entwicklung eines Data Warehouses und zum Beispiel einer Intranet-Lösung, aber auch Harmonisierung der Desktop-Clients und so weiter. Styrolution hat sich dann entschieden, ERP auf SAP zu implementieren, aber kein SAP BW einzusetzen, sondern stattdessen komplett ein Microsoft-basiertes Data Warehouse zu implementieren. Das war eben das Projektziel, die Erstellung dieses Data Warehouses. Mit im Detail den folgenden Zielen. Zum einen sollte das Data Warehouse sämtliche Businessbereiche des Unternehmens unterstützen. Also speziell unterscheiden wir da 5 Fachbereiche: Controlling und Finance, Sales und Marketing, Supply Chain Logistics, den Einkauf und die Produktion. Ich gehe nachher noch ein bisschen im Detail drauf ein. Unterschiedliche Fachbereiche sind unterschiedlich stark bisher unterstützt und im Fokus. Aber das sollte wirklich eine Lösung für das ganze Unternehmen sein, weil eben von Anfang an darauf verzichtet wurde, ein SAP BW mit zu implementieren. Ziel aus Business-Sicht war es eben, die einzelnen Business-Units effektiv und einfach zu steuern, zeitnah auch, also unter des Monats auf Marktänderungen oder Preisänderungen eben zu reagieren nicht wie in der Vergangenheit häufig sehr viel Zeit in Excel zu verbringen, um Daten manuell zu harmonisieren oder zusammenzuführen, sondern wirklich direkt aus einem zentralen Data Warehouse sich die Informationen zu beschaffen, um zu analysieren und entscheiden zu können. Was man immer so hört als Single Source of Truth, ist insofern hier jetzt auch als Ziel gewesen, da das neue ERP-System, das Single Source of von allen operativen Prozessen ist und das Data Warehouse daneben die Informationen aus dem SAP zuzüglich allen weiteren kleineren Systemen, die sich da im Umfeld tummeln, in einer zentralen Datenbasis zu sammeln und bereitzustellen. Insbesondere auch das Data Warehouse dann zu nutzen, um sicherzustellen, dass wir qualitativ hochwertige Daten, Stammdaten haben, was insbesondere im Projektablauf wichtig war. Das Data Warehouse ist, wie es hoffentlich immer sein sollte, owned beim Business, aber die IT übernimmt nur den Betrieb und das Management der Lösung. So, ein bisschen zur Entwicklung. Das Projekt hat im März 2012 angefangen, gleichzeitig mit dem Start des ERP-Projekts. Ziel war es dann eben, gleichzeitig mit dem Start des ERP-Systems auch das Data Warehouse live zu setzen.
Es war insbesondere im ERP-Team ein sehr sportlicher Zeitplan, innerhalb von nicht mal einem Jahr ein Rollout oder ein Go-Live von einem SAP-System hinzubekommen. Und parallel dazu haben wir eben dann die Data Warehouse-Entwicklung vorangetrieben und gleichzeitig mit dem ERP Go-Live auch für die ersten Gesellschaften live gesetzt. Das Jahr 2013 war dann im Prinzip komplett dazu da, den Rollout global abzuschließen. Wie gesagt, am 1. Januar 2013 sind die ersten Ländergesellschaften live gegangen. Und jetzt im Januar dieses Jahres hatten wir dann alle Ländergesellschaften auf den neuen Systemen und sind damit in der Lage, jetzt zum ersten Mal auch globales Reporting aus einem System, aus einer Datenquelle durchzuführen. Nach dem Go Live sind wir jetzt aktuell dabei, zusätzliche Finance-Applikationen auf der Basis des Data Warehouse zu implementieren, um spezielle Business-Prozesse, spezielle Fragestellungen zu beantworten und zu unterstützen. Und wir sind aktuell dabei, das Ganze auf mobilen Dashboards für das Management bereitzustellen. In teilweise schon konkreter Diskussion sind die nächsten Schritte Realtime-Analyse und In-Memory-Themen, wobei es hauptsächlich darum geht, auch mehr produktionsnahe Systeme zu inkludieren und darauf ein Reporting noch zu ermöglichen. Die Lösung, die wir entwickelt haben, basiert zum einen auf einem zentralen Data Warehouse, auf SQL Server 2012, in dem wir die Daten aus den Quellsystemen, was hauptsächlich SAP ist, aber auch zusätzliche Finance-Systeme, die die Storylution einsetzt. Wir haben SharePoint und Excel als zusätzliche Datenquellen, in denen zum Beispiel Plandaten aufbereitet werden und ins Data Warehouse importiert werden. Und die Daten werden eben alle im zentralen Data Warehouse gesammelt. In der Schicht darüber, ich habe Anfang erwähnt, haben wir 5 Geschäftsbereiche, die wir unterstützen. Haben wir mit Analysis Services das zum Großteil multidimensionale OLAP-Cubes obendrauf gesetzt, um dann die entsprechenden Fachabteilungen zu unterstützen, wobei der Schwerpunkt im ersten Schritt auf Finance und Sales war, die mit Abstand hier die größten Cubes und ja, auch Berechnungen haben. Procurement und Supply Chain ebenfalls stark vertreten im Produktionsbereich. Wie gerade schon erwähnt, so der Ausblick auf produktionsnahe Systeme ist bisher relativ rudimentär implementiert. Als Frontends für die Endanwender wird zum allergrößten Teil Excel verwendet. Sowohl die Standard-Reports als auch ein Self-Service-BI basiert auf Excel 2010. Sind aktuell dabei, auf 2013 ein Upgrade vorzubereiten. Da wir alles SharePoint integriert haben, wird natürlich auch Reporting Services und Excel Services sehr intensiv verwendet. Insbesondere Excel Services im Standard-Reporting-Bereich für Endanwender. Und jetzt neuerdings eben auch für die Management-Ebene Zugriff über mobile Dashboards. Wir haben Excel Services insofern als starke Komponente eingebunden, weil wir eine sehr starke Expert-User-Community haben, die eigenständig ihre Berichte definieren können auf dem Datenmodell mit Hilfe von Excel und das Ganze dann über Excel Services den Standard-Endanwendern, die nur lesenden Zugriff brauchen oder nur geringe Einschränkungen machen müssen, zum Beispiel Filtereinstellungen ändern, dies dann über Excel Service bereitzustellen.
Ein paar Informationen, Technologie, also das Ganze, die Datenquelle basiert zum größten Teil auf SAP. Wir haben zusätzliche Datenquellen, wie gesagt, SQL Server basiert, SharePoint basiert, aber alles wird nachher im zentralen SQL Server 2012 Data Warehouse gespeichert. Wir haben aktuell über 200 User, die regelmäßig mit dem Data Warehouse arbeiten, aus allen fünf Geschäftsbereichen. Was die Reports angeht, wir haben über 50 Standard-Reports, die global definiert sind, die über Excel abzurufen sind, um einen Eingangspunkt für weitere Analysen zu haben, aber auch in der Regel über Excel-Services abgefragt werden, wenn ein Endanwender jetzt nur die Standardinformationen braucht. Self-Service BI wird insbesondere von unserer Export-User-Community sehr intensiv genutzt. Haben da einige Expert-User aus allen Geschäftsbereichen, die sehr gutes Training bekommen haben und auch sehr, sehr fit sind, sich eigene Berichte selbst zu entwickeln und diese dann auch mit ihren Kollegen teilen über die SharePoint-Plattform. Schon erwähnt, produktionsnahe Daten oder auch Daten zum Beispiel aus dem HR-Bereich sind Themen, die wir noch nicht mit im Data Warehouse haben, was aber durchaus schon andiskutiert wurde, das in der nächsten Zeit noch mit aufzunehmen und zu erweitern. Zu den Lessons learned. Also der erste Punkt ist sicher einer der Knackpunkte im Projekt gewesen, die Entwicklung des Data Warehouses parallel zur Einführung von SAP, was natürlich die Komplexität hatte, dass, naja, dass wir im Prinzip ein sich bewegendes Ziel hatten. Zu Beginn des Projekts war eben nur klar, okay, das sind die Berichte, die sich das Business wünscht. Aber wo man die Daten dazu herbekommt, das hat sich eben auch erst im Rahmen der ERP-Einführung dann teilweise herausgestellt, sodass wirklich ein Schwerpunkt des Projekts eben immer die Abstimmung war mit dem ERP-Team. Wo müssen wir eben für das Berichtswesen vielleicht zusätzliche Informationen in ERP hinterlegen? Wo bekommen wir Standardinformationen her? Waren dann die Dinge, mit denen wir, sagen wir, auch zunächst angefangen haben, Standard-Reporting auf Standard-SAP-Komponenten, um eben auch im Business zu zeigen, wie es funktioniert. Und alle Themen, die im ERP-System erst später entschieden wurden, die muss man dann eben sehr flexibel in der Projektplanung anpassen, sodass wir ja am Ende im Prinzip mit ein paar Tagen Nachlauf vom SAP Go Live auch das Data Warehouse wirklich live setzen könnten. Also sehr wichtig war es, da eben die Testdaten und die Testphasen sehr intensiv abzustimmen. Gab auch da sehr, sehr regelmäßig Änderungen, weil eben bestimmte Dinge noch nicht zur Verfügung standen. Aber letztendlich hat es gut geklappt, dass wir wirklich gleichzeitig im Prinzip die beiden Systeme live schalten konnten. Das zweite Thema, wir haben in der Entwicklung versucht, so viel wie möglich zu automatisieren und haben da sehr intensiv auf den Team Foundation Server gesetzt, um sowohl das Deployment auf die verschiedenen Testumgebungen als auch ein Testing zu automatisieren. Und haben dadurch eben sehr schnell auch neue Änderungen den Usern zum Testen zur Verfügung stellen können und uns jetzt weniger auf Deployment-Aktivitäten konzentrieren müssen, sondern eben sehr viel Zeit dafür gespart, um engere Abstimmungen mit ERP zu machen. Wie wir das hinbekommen haben, möglichst viel zu automatisieren,
ist, indem wir unser Avanade BI Framework eingesetzt haben, was ja, im Prinzip eine Sammlung von verschiedenen Tools und Skripten ist, die wir in der Regel auf unseren Projekten einsetzen. Da möchte ich jetzt kurz ein paar Minuten das vorstellen. Zum einen basiert das Ganze auf Templates in Visual Studio, die wir in ein neues Projekt mitbringen, wo unsere Entwickler ja, sich zurechtfinden, weil sie die Projektstruktur von verschiedenen Projekten schon kennen. Und da haben wir eben Templates für alle BI-Komponenten im Microsoft Stack mit drin, also SQL Server Datenbank, ETL-Projekte, Analysis Services, Reports. Basierend auf diesem Template haben wir ein automatisiertes Deployment entwickelt, was auf Basis von PowerShell-Skripten entwickelt wurde. Die PowerShell-Skripte sammeln im Prinzip alle Komponenten, die für ein BI-Deployment benötigt werden, zusammen, patentieren das und haben auch die Möglichkeit, das automatisch auf einem Zielserver zu deployen. Das Ganze ist im Team Foundation Server eingebunden, was uns auch ermöglicht hat, insbesondere wichtig während der Build-Phase, als wir ein größeres Entwicklerteam dann hatten, automatisiert in der Nacht immer die neueste Version der ganzen Lösung auf unseren Testserver zu deployen. Basierend auf dem automatischen Deployment haben wir dann auch ein automatisches Testing eingeführt, indem wir dann ein vordefiniertes Testdatenset genommen haben, das dann im Anschluss an das Deployment automatisch im SQL Server eingespielt wurde in unsere Staging-Datenbank, da dann automatisiert die ETL-Prozesse gestartet hat und dann bestimmte erwartete Ergebnisse nach dem ETL-Lauf abgefragt hat. Und da eben auch das im Team Foundation Server integriert ist, konnten wir dann da die Standard-Reports nutzen, um immer zu sehen, okay, der Nightly Build hat funktioniert oder gibt Probleme, was wir dann direkt an die Entwickler weitergeben konnten. Ein großer Teil des Projekts war eben die Implementierung der ETL-Prozesse aus SAP in das Data Warehouse, aber auch aus den anderen Finance-Systemen. Und da haben wir eben auch unser Avanade ETL-Framework eingesetzt, was bestimmte Logging-Mechanismen hat, die es gegenüber SQL Server 2012 erweitert oder auch eine Master-Package-Konfiguration, wo wir da bewährte Templates haben, die wir auf all unseren Projekten einsetzen. Ein wichtiger Punkt, der uns sehr viele Entwicklungsaufwände gespart hat, ist der ETL-Paket-Generator. Das ist ein Visual Studio Add-in, was wir nutzen, um automatisiert basierend auf SAP-Metadaten die ETL-Pakete zu generieren, um die Daten erstmal aus dem SAP-System in die Microsoft Staging Area zu laden. Dazu lesen wir eben aus dem SAP die entsprechenden Metadaten, also Tabellennamen, Datentypen und so weiter aus, erstellen dann automatisiert auf der Microsoft-Seite die Staging-Tabellen und das ETL-Paket, was die Daten dann extrahiert. Dazu haben wir den Theobald Extract IS-Komponente verwendet, um dann im Prinzip direkt die Daten aus ELP in die SQL Server-Datenbank zu extrahieren. Als Abschluss haben wir auch Dokumentationstemplates, aber da möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Auch die Architektur möchte ich nur ganz kurz aufzeigen. Das BI-Framework unterstützt eben verschiedene Quellsysteme als Datenquellen, von denen wir basierend auf den Stammdaten im Quellsystem die Pakete und Tabellen automatisch generieren können. Und ja, eine der wichtigsten Komponenten meiner Meinung nach im Projekt war eben die automatische
Deployment-Funktionalität, was uns wirklich sehr viel Zeit gespart hat. Dann der letzte Punkt, den ich kurz zeigen will, da ich jetzt schon ein bisschen spät dran bin, gehe ich da ein bisschen schneller drüber. Nicht nur Gartner, auch Stavolution hat ja, erkannt, dass Analytics für sie die Top-Priorität zurzeit ist. Und insbesondere auf Management-Ebene ist der Wunsch da, eben nicht nur immer mit dem Rechner und Excel irgendwelche aktuellen Zahlen und Reports zu bekommen, beziehungsweise monatliche als PDF verteilte KPI-Berichte, sondern sie wollen ja, jederzeit sich aktuelle Informationen besorgen können. Was wir da jetzt aktuell verwenden, ist unsere Avanade Touch Analytics Lösung. Das ist eine touchbasierte Applikation, mit der man mobile Dashboards erstellen kann. Den Publisher gibt es für Windows 8, aber die Dashboards kann man eben plattformübergreifend mit allen mobilen Plattformen, Windows, Windows Phone, iOS und Android Geräten anschauen. Das Ganze haben wir auch unten bei uns am Stand als Demo vorbereitet. Was wir da aktuell bei Styrolution entwickeln, ist zum einen eben für das Management ein CFO-Dashboard, aber auch in der IT eine Infrastruktur-Dashboard, wo man eben einen schnellen Überblick über die aktuellen Probleme und Issues bekommen kann. Und da möchte ich jetzt nur ganz kurz. Eine Demo von geben. Das ist Entschuldigung. Dann machen wir so. Das ist jetzt diese Avanade Touch Analytics Anwendung. Ich habe jetzt hier leider noch keinen Touch Laptop, aber ist auch per Maus bedienbar, genauso wie es nicht nur auf Touch-Enabled Devices, sondern auch HTML5 im Browser darstellbar ist. Die Dashboards lassen sich, wie gesagt, direkt über eine Touch-Oberfläche auch von einem versierten Endanwender, also insbesondere unsere Expert-User-Community ist durchaus in der Lage, sich hier eigene Dashboards zu definieren und hat eben hier, je nachdem, wenn man mit der Maus drüber geht, zusätzliche Informationen, die man angezeigt bekommt. Wenn Sie das näher interessiert, wie gesagt, das können Sie auch unten bei uns am Stand anschauen. Die App gibt es auch in allen App Stores, also auch wenn Sie ein iOS-Gerät haben, kostenlos zum Download. Einfach nach Avanade Touch Analytics suchen. In der kostenlosen Version können Sie auch direkt auf Excel-Basis im Dashboard, also schon eigene Dashboards erstellen. Falls Sie Interesse daran haben, können wir auch gerne da ein Proof of Concept mal machen mit Inhouse-Daten, die dann über den Server kommen. So, jetzt habe ich die halbe Stunde schon gleich, deswegen bin ich noch offen für Fragen. Minimal. Also wir nutzen zum Großteil, weil wir diese Extract-IS-Komponente nutzen, Data Sources innerhalb von SAP. Was wir da durchaus an manchen Stellen machen mussten, ist die um zusätzliche Felder zu erweitern. Wirklich komplexere Funktionsbausteine haben wir auch nicht implementiert. Also das haben wir dann, solche Logik haben wir dann versucht im Data Warehouse zu machen, wenn es nötig war.
Weitere Fragen? Dann vielen Dank.